Hallo, so wie die Zahl hier zu mir spricht, heißt es anscheinend, ich soll weitermachen und das werde ich auch sofort tun. Wobei ich vorher noch mal was Neues ausprobieren möchte und zwar so ein paar Kommentare, die mir halbwegs witzig oder lustig oder wichtig erscheinen, im Schnelldurchlauf beantworten. Mach bitte so weiter, wie du aufgehört hast. Alles klar. Lol, ich hätte nie gedacht, dass du schon seit 10 Monaten abonniert hab. Dass ich dich schon seit 10 Monaten abonniert hab. Ja, wie doch die Zeit vergeht. Meine Frage, könntest du ein GPU-Tutorial in Logistik machen? Was ist Logistik? Endlich wieder da, hab dich schon vermisst. Ich dich auch. Wenn du ein Update-Video machst, dann bitte spiel Minecraft oder sowas. Alles klar, werde ich mir merken. OMG, he's back. Well, yes I am. Weitermach. Please erkläre mal, wieso Software funktioniert. Das ist doch nur Strom, der durch elektronische Bauteile geht. Please erkläre, warum das funktioniert und vor allem wie. Beispiele, Beispiele, Beispiele. Werde ich machen, aber das geht schlecht in einem Video und das wird noch ein bisschen dauern, bis man dahin geht. Weil, wenn ihr sowas jetzt zum Beispiel studieren würdet, dann wären das auch abgeschlossene andere Teile. Also Rechnerarchitektur, so Prozessorsachen und so und Assembler-Sachen oder Compiler und Parser schreiben oder sowas. Also das sind eigentlich unterschiedliche Teile. Man kann das natürlich auch, das eine setzt das andere ein bisschen voraus, das ist klar, aber ich werde es mal versuchen, langsam dahin zu kommen. Nicht jetzt. Heute starten wir nämlich mit der Basic-Reihe für Neueinsteiger. Das sollen 5 bis 10 maximal kleine Videos werden, die komplett Neueinsteigern in das Thema das erleichtern sollen. Wenn ihr diese Kommentare am Anfang nicht haben wollt, dann werde ich am Anfang immer so ein kleines, falls es noch mit YouTube geht, so ein kleines Kästchen machen, wo man den Anfangspart überspringen kann und ihr direkt beim eigentlichen Video landet, falls ihr euch meinen Geschnack nicht anhören wollt. So, los geht's. Willkommen an all die neuen Zuschauer und an die alten. Ihr habt euch also mit diesem Video dazu entschieden, euch für Prozessoren zu interessieren oder beziehungsweise ihr habt euch dazu entschieden, etwas über sie zu lernen, aber ihr habt keine Ahnung, wo ihr anfangen sollt, dann glaube ich mal, dass ihr hier richtig seid. Der Prozessor ist die CPU, die Central Processing Unit, die zentrale Recheneinheit ist sowas wie das Gehirn von einem Computer, von einem Rechner. Ich sage jetzt einfach immer Computer, aber ihr wisst, was ich meine, das Mainboard mit all den Sachen drauf. Ja. Also man braucht natürlich noch andere Sachen, Arbeitsspeicher, Grafikkarte eventuell, ganz viele Controller. Bei Menschen wären das eben Herzen, Niere, Leber und so weiter. Aber ohne das Gehirn läuft nichts. Also brauchen wir das, ja? Nicht in den Kopf schießen, weil dann seid ihr tot. Nicht auf euren Prozessor schießen, weil dann ist der PC tot. Ihr habt es schon mal vielleicht gehört, dass Computer mit dem Binärsystem arbeiten. Es ist ein ganz wichtiges Zahlensystem und das werde ich jetzt mal kurz ankratzen, weil ohne das wird hier erstmal des Weiteren nichts laufen. Und zwar, ihr kennt dieses Zehnersystem. Also wir haben zum Beispiel eine vierstellige Zahl. Und die erste Stelle ganz links, die repräsentiert den Tausender. Dann daneben den Hunderter. Die daneben repräsentiert den Zehner und den hier den Einser. Also wenn wir 3000er, 400er, 2 Zehner und einen Einser haben, dann haben wir die Zahl 3421. Ist aber ein bisschen blöd für Computer darzustellen. Die greifen da auf was Simpleres für sie zurück. Für uns beim Einstieg ist das ein bisschen schwerer. Und zwar auf das Binärsystem. Und zwar ist die nachfolgende Stelle immer das doppelte Wert von der vorigen. Also fangen wir mit 1 an, dann kommt die 2, dann die 4, dann die 8, dann die 16. Natürlich ist es auch hier so, dass man erst mit der größten, bei uns mit den Tausendern links anfängt und bei der kleinsten endet rechts. Also wenn wir 16, 8, 4, 2, 1 haben, haben wir also 5 Stellen, die jeweils an oder aus sein können und damit eine Zahl ergeben. Da kommen die lustigen Einser und Nullen ins Spiel. Wenn wir von 5 Bit ausgehen, also von 5 Stellen, aka 5 Bit, dann
Und wir eine Zahl damit darstellen wollen. Wir sind da sehr limitiert mit 5 Bit. Deswegen haben eure Rechner auch wahrscheinlich 32 oder 64 Bit. Dann setzen wir einfach die Zahlen, die wir brauchen, um die Zahl, die wir wollen. Nee, dann setzen wir die Zahlen, die wir brauchen, um die Zahl, die wir wollen, einfach auf an. Wenn wir zum Beispiel die Zahl 5 darstellen wollen, brauchen wir die 16 nicht. Wir brauchen die 8 nicht. Wir brauchen die 4. Wir brauchen die 2 nicht, aber wir brauchen die 1. Und dann addieren wir einfach alles zusammen. Keine 16, keine 8, eine 4. 4 gemerkt, 0, keine 2, aber eine 1, 5. Kleiner Tipp, wenn die Zahl ungerade sein soll, dann brauchen wir immer die 1. Hier. Könnt ihr jetzt selber mal probieren, ob ihr die Zahl 7 darstellen könnt. Einfach mal kurz Pause machen. Das wäre dann 0, 0, weil wir weder 16 noch 8 brauchen. Alle höheren Zahlen können wir sowieso ausschließen. Die 4, die 2 und die 1. 4 plus 2 plus 1 ergibt 7. Warum erzähle ich euch so einen Schmarrn? Ganz einfach, weil wir hier mit elektrischen Signalen arbeiten und die elektrischen Signale haben halt keine Möglichkeit, dem PC zu sagen, jo, ich hätte gerne die 525, sondern die können nur an oder aus sein. Deswegen muss man sich auf sowas einigen und darauf baut auch die komplette Architektur auf. Das wäre dann bei 8-Bit. Können wir weitermachen? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 7, 28 sind wir bei 8. Das ist so ein Standardformat. Die ersten richtigen Rechner, ich werde jetzt mal die 4-Bit-Teile getrost ignorieren, die waren 8-Bit. Die hatten ein 8-Bit-Zahlensystem, sage ich jetzt einfach mal für euch. Sprich, die konnten also Zahlen darstellen auf, in Anführungszeichen, natürlichem Wege von bis zu 255. Das wäre dann also zum Beispiel die Zahl. Ja, okay, das wäre jetzt. Na, okay, machen wir mal 74. Jetzt fangen wir aber von links an. Achtung, wir brauchen. Die Zahl ist gerade, wir brauchen die 1 nicht. 74, wir brauchen die 64. Wir brauchen die 8 und die 2. Also, wenn wir von links nach rechts arbeiten. 64, 8, 2, ja. 64, die 1, wir brauchen die 2, wir brauchen die 4 nicht, wir brauchen die 8, wir brauchen diese 16 nicht, wir brauchen die 32 nicht, wir brauchen die 64 und wir brauchen nicht die 128. In dem Style. So viel zum Zahlensystem. Ich werde auch unten nochmal Video Links in die Beschreibung setzen, wo ihr euch nochmal darüber einlesen könnt. Abgesehen davon kann man das Ganze auch mit Minuszahlen darstellen. Aber da wäre ich mal ein Ex. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir bleiben aber bei positiven Zahlen. Die Minuszahlen brauchen wir erst später. In Logisim. Video dazu ist verlinkt, wie man so ein bisschen mit Logisim umgeht. Haben wir so zwei schöne Knöpfe und Lampen. Und die angesprochenen Leitungen, die entweder 1 oder 0 sein können. Ja, es gibt Tri-State, aber darüber will ich heute nicht reden. Habe einfach keine Lust, ne? Nee, bringt jetzt noch nichts über Tri-State zu reden. Wir können den Knopf drücken, dann wird die Leitung 1 und wir können ihn wieder drücken, dann wird die Leitung wieder 0. Also ihr seht, wo das hinführt. Wenn wir also, stellt euch einfach vor, das wären kleine Halbleiter-Elektroleitungen. Wenn wir hier also mit 4-Bit die Zahl, also 4-Bit sind dann 1, 2, 4 und 8. Von oben beginnt die 1, 2, 4 und 8. Wenn wir damit die Zahl machen wir mal die 9 darstellen wollen. Dann brauchen wir 9 ist ungerade, wir brauchen die 1. Wir brauchen keine 2, wir brauchen keine 4 und wir brauchen die 8. Sprich, das wäre jetzt unsere 9. So viel zum Zahlensystem. Jetzt braucht der Computer ja nicht nur Zahlen. Er muss ja irgendwas umsetzen, die Zahlen. Die muss er auch irgendwie umsetzen oder also er muss quasi Befehle, die wir oder die irgendein Programm oder ein Controller ihm gibt, muss er ausführen. Weil darauf basiert nämlich alles. Ihr habt bestimmt schon von der Taktrate gehört und die gibt quasi die Arbeitsgeschwindigkeit vor. Wenn ihr 3,5 GHz habt, dann taktet ein Kern 3,5 Milliarden Mal in der Sekunde. Das ist ziemlich schnell. Das kriegt ihr mit der Maus nicht hin.
Mein Rekord ist übrigens um 15 Klicks die Sekunde. Gibt so einen kleinen Speedklicker. Könnt ihr euch mal versuchen, wenn euch langweilig ist. Und das heißt, er kann also so und so viele Befehle, einfach mal grob über den Tisch gesagt, kann er da in der Sekunde ausführen. Aber wie macht der das? Also was geht da innen drin vor? Und darum soll es dann hauptsächlich in dieser Serie gehen. Was unser PC so macht, warum er es macht. Einfach nur die kleinen Basics, damit ihr dann, am Ende werde ich die MM4001 Serie verlinken, damit ihr dann dort weitermachen könnt. Und zwar funktioniert das alles mit Logik. Wenn ihr so ein bisschen mit Logik auskennt, so Subjunktion, Konjunktion und sowas, so logische, so Aussagenlogik und sowas, dann seid ihr schon ein bisschen im Vorteil, auch wenn die hier teilweise andere Namen haben, die logischen Bedingungen. Und zwar möchte ich jetzt, dass ihr euch nochmal vom Zahlensystem entfernt und einfach mal in An- oder Ausdenkt. Wir haben also einen Leiter, der ist an, der ist an oder aus. Und das erste wichtige Gatter, so nennt man diese logischen kleinen Umschalter, ist das Nicht-Gatter, das Not-Gatter. Und was das für uns macht, ist ganz einfach genau das Gegenteil von dem, was wir reingeben. Wenn wir eine 0 reingeben, kommt eine 1 raus. Wenn wir eine 1 reingeben, kommt eine 0 raus. Das ist so ein Gatter, das eigentlich nur einen einzigen Knopf benötigt. Eine einzige Leitung. Dann gibt es das Und-Gatter. Dazu brauchen wir schon zwei Leitungen. Und zwar mit zwei Eingängen. Und hier ist schon interessanter. Jetzt bringt es nichts, wenn wir den einen oder den anderen Knopf anmachen. Jetzt müssen wir beide Knöpfe anmachen, damit es allen an ist. Also obere und AND und Gatter und der untere. Ich werde in Zukunft auf die englischen Begriffe zurückgreifen. Jupp. Und das Wichtigste, nicht das Wichtigste, aber auch ein wichtiges Grundgatter ist das OR-Gatter. Und aus diesen drei Gattern können wir alle anderen Sachen, die euer Prozessor beinhaltet, komplett aufbauen. Was das OR-Gatter macht, ist einfach, egal was an ist, Hauptsache einer ist an, dann geht der Ausgang an. Also entweder der obere, der untere oder beide. Und wenn man ganz streng ist, könnten wir das Und-Gatter weglassen und könnten das Und-Gatter nachbauen. Und das machen wir jetzt mal. Und wie bauen wir das Und-Gatter nach? Es ist eigentlich ganz leicht. Ja. Und zwar, was habe ich jetzt zusammengebaut? Dieser Block ist gleich mit dem hier. Der hier ist gleich der hier. Und was passiert? Das Oder-Gatter geht nur an, er gibt nur ein Output, gibt nur etwas raus, wenn entweder der linke oder der rechte an ist, oder beide. Aber nicht, wenn beide aus sind. Das heißt, wir negieren, wir drehen den ersten um, genauso wie den zweiten, und drehen den Ausgang wieder um. Sprich, da der letzte hier den Ausgang nochmal umdreht, müssen also beide hier aus sein, damit am Oder eine 0 rauskommt. Und da der hier nochmal umgedreht wird, kommt also am Ende eine 1 raus. Und das ist quasi das Und-Gatter. Und glaubt mir, nichts weiter als diese zwei Gatterchen, ganz streng genommen, gibt es in eurem Prozessor, den ihr gerade benutzt, als Transistoren in kleiner Form. Die gibt es übrigens auch in Logisim. Die arbeiten aber mit Tri-State, also hat für uns jetzt erstmal nichts verloren. Ganz wichtiger Begriff noch, wenn etwas reinkommt, sprechen wir von einem Input. Wenn etwas rauskommt, sprechen wir dann von einem Output. Und die zu modifizieren, darum geht es beim Prozessorbau. Und zwar so, dass das, was wir reingeben, rauskommt. Jupp. Ja.
Werde ich tun. Das war's auch für das erste Video. Sekunde. So. Ich hoffe, ihr seid, habt den kleinen Einstieg bekommen in das Zahlensystem. Ich empfehle euch trotzdem nochmal in die Beschreibung zu schauen und da mal euch weiter einzulesen. Und um nochmal Revue passieren zu lassen, Computerarbeit mit dem Binärsystem. Die Zahl davor ist immer das Doppelte. Die Zahl danach ist immer das Doppelte von dem davor. Und wir müssen die Stellen quasi nur auf an- oder ausschalten. Um eine 8 zu bekommen, bräuchten wir hier quasi den hier. Keine 1, keine 2, keine 4, aber eine 8. Dann gibt es wichtige Grundgatter, das wäre das Nichtgatter. Das dreht das, was reinkommt, um. Das Nichtgatter. Entschuldigung, das Nichtgatter, das dreht das, was reinkommt. Wenn eine 1 reinkommt, dreht es sich um auf 0. Wenn eine 0 reinkommt, dreht es sich um auf 1. Das Odergatter. Das Hauptsache eins der beiden an ist, um etwas rauskommen zu lassen. Nicht aber, wenn beide aus sind. Also egal, wer es an ist, Hauptsache eins ist an, dann kommt es raus. Mindestens eins ist an, dann kommt etwas raus. Wenn keins an ist, kommt nichts raus. Und das daraus aufzubauende Und-Gatter, das nur etwas ausgibt, wenn wir beide anhaben. Und in der nächsten Folge geht es dann darum, wie wir aus diesen kleinen Teilen kompliziertere Gates bauen. Und in der übernächsten Folge dann, wie wir diese komplizierteren Gates schon rechnen lassen können. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Danke fürs Zusehen und bis bald.